Wir wollen uns beschäftigen mit Verbindungen zwischen der Zivilgesellschaft und dem politischen System. Wir fingen damit schon an, als wir von der Repräsentation gesprochen haben. Denn Repräsentationssysteme sind ja nichts anderes als institutionalisierte Strukturen zwischen Zivilgesellschaft und politischem System, wo durch Responsivität und politische Führung eine Zwei-Weg-Kommunikation zwischen politischer Klasse und Bevölkerung vollzogen wird. Und in den Stunden über Interessengruppen und Parteien schauen wir uns an, wie dann später auch ein Stück weit in der Stunde über politische Kommunikation und Massenmedien, wie denn diese Kommunikationsflüsse zwischen Zivilgesellschaft und politischem System über das Bestehen eines Parlaments und von Parlamentariern hinaus ausgestaltet werden können. Heute also geht es um Interessengruppen. Wir schauen uns an, welchen Stellenwert Interessengruppen im politischen System ganz allgemein haben und in pluralistischen Systemen im Besonderen. Wir müssen natürlich die Frage beantworten, was denn Interessen sind, was man als Interessengruppen bezeichnet. Und weil heute der Begriff der NGOs im Schwange ist, lohnt es auch darauf zu blicken. Phänomene, die man beschreibt und die man verstehen und erklären will, muss man irgendwie gliedern und ordnen. Folglich lautet die nächste Frage, welche Sorten von Interessen und Interessengruppen es gibt. Und die klassische politikwissenschaftliche Frage lautet natürlich, wie funktionieren denn Interessengruppen und welche Leistungen erbringen sie? Einerseits für ihre Mitglieder, andererseits für das sie umgebende politische System. Und letztens muss man sich dann auch noch der Frage stellen, ist denn alles gut, was Interessen zu Gruppen treiben? Oder ist es gut, ist es überhaupt gut, dass es sie gibt? Kurzum, wir müssen uns zum Schluss der Kritik am Verbändepluralismus stellen bzw. mit ihr uns befassen. Und jetzt wäre so allmählich der Zeitpunkt, wo Sie innerlich zur Ruhe kommen sollten, auch ein bestimmtes Maß an Ruhe und Aufmerksamkeit ausstrahlen sollten, damit die Zwei-Wege-Kommunikation in dem Sinne funktioniert, dass ich Ihnen etwas erzähle, Sie aber sich öffnen, damit das, was ich Ihnen zu sagen habe, auch bei Ihnen im Verstand und sonst wo ankommt. Schauen Sie sich die Folie hier, die kennen Sie schon, das ist unser politisches System. Und da haben wir nun zwei neue rote oder rotartige Ellipsen drinnen. Das ist dort, wo Interessengruppen im politischen System agieren. Sie agieren natürlich in der Gesellschaft, es sind zivilgesellschaftliche Vereinigungen. Sie agieren im Inputstrang des politischen Systems, weil es ganz wesentlich Interessengruppen sind, die sich der politischen Entscheidungsebene mit Forderungen nähern und mit Unterstützung bzw. mit demonstrativ verweigerter Unterstützung, wie es der Bundeskanzler Schröder bei der Implementierung seiner Agenda 2010 seitens der deutschen Gewerkschaften erfahren hat. Und, was oft vergessen wird, Interessengruppen haben auch eine Rolle im Outputstrang des politischen Systems. In Deutschland ist es so, dass in Tradition des alten ständischen Systems etliche Interessengruppen zugleich staatliche Funktionen erfüllen. Das sind die sogenannten belehnten Verbände, die Ausbildungsqualität, technische Sicherheit kontrollieren. Und indem ich das sage, erraten Sie hoffentlich, dass es sich um die Handwerkskammern handelt und um die technischen Überwachungsvereine. Und so könnte man noch einige weitere Interessengruppen benennen, die auch im staatlichen Auftrag exekutivisch tätig werden. Was sind Interessengruppen? Naja, Definitionen können langweilig sein, aber das liegt dann im Auge des Betrachters. Definitionen erschließen einen bestimmten Blickwinkel auf ein interessantes Phänomen. Und bei Interessengruppen fängt es harmlos an. Interessengruppen sind Vereinigungen von Bürgern. Aha, Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit, der Einzelne ist wichtiger oder der Einzelne geht dem Staatswesen voraus. Folglich hat zunächst einmal der Einzelne das Recht, sich zu organisieren. Nicht der Staat gewährt das Recht, dass Bürger sich organisieren dürfen, sondern Bürger haben das Recht, sich zu organisieren. Und der Staat hat dieses Recht nicht zu beschneiden. Interessengruppen sind Vereinigungen von Bürgern zur Artikulation und zur Durchsetzung von selbstdefinierten Interessen. Man darf etwas wollen in Deutschland, und das ist gut so. Man darf das, was man will, auch durchsetzen wollen. Man muss nicht nur demütig bei der Obrigkeit anklopfen mit der Bitte, ach, würdet ihr bitte die und die Politik machen? Nein, der Bürger hat das Recht, auf die Durchsetzung des von ihm Gewünschten zu achten. Und ganz wesentlich, die Interessen werden selbst definiert.
Es ist nicht so, dass die Obrigkeit einem sagt, was denn das eigene Interesse sein müsse oder dürfe oder könne. Jeder selbst definiert, was er für richtig und für zu tun oder zu unterlassen hält. Damit sind wir schon in der Nähe einer Definition des Interessenbegriffes. Interessen sind, für unseren Zweck reicht diese anschauliche Definition locker aus, Interessen sind verhaltensorientierende Ziele, sind verhaltensorientierende Bedürfnisse, man will etwas, warum auch immer, und um das zu erreichen, prägt man ein bestimmtes Verhalten aus. Interessen können Einzelne haben oder Gruppen haben. Einzelne schließen sich dann häufig zu Gruppen zusammen. Und diese Interessen, diese verhaltensorientierenden Ziele und Bedürfnisse, sie können sich ergeben aus den unterschiedlichsten Lagen, Situationen, Lebenslagen und so weiter. Es gibt dann die persönlichen Ziele und Bedürfnisse, die kulturellen Interessen, die gesellschaftlichen Ziele, Bedürfnisse, also Interessen und natürlich die wirtschaftlichen und die politischen. Der Leitgedanke eines freiheitlichen Staates mit praktiziertem Pluralismus ist, dass Menschen und Gruppen von Menschen in verschiedenen Lebenslagen sich befinden und dass das auch in Ordnung ist und dass sie deswegen auch eine legitime Vielfalt von Zielen und Bedürfnissen haben, die mit ihren Lebenslagen verbunden sind. Es ist völlig in Ordnung, wenn der eine dies und der andere jenes und der dritte ganz was anderes und der vierte auch überhaupt nichts will. Wie kann man denn diese Interessen, verhaltensorientierende Ziele und Bedürfnisse gliedern? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für unsere Zwecke ist die folgende immer noch eine sehr taugliche. Es gibt wirtschaftliche und soziale Interessen, denn dass Soziales und Wirtschaftliches eng miteinander verbunden ist, dadurch, dass Menschen, wie es Marx formulieren würde, zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes von ihrem Willen unabhängige Arbeitsverhältnisse, Produktionsverhältnisse genannt, eingehen müssen. Das verbindet das Wirtschaftliche mit dem Sozialen, mit dem Persönlichen. Und es gibt dann in einer zweiten großen Gruppe sogenannte allgemeine ideelle Interessen, die sozusagen dem kulturellen Überbau angehören, die Vorstellung davon beinhalten, wohin sich eine Gesellschaft, eine Wirtschaft, ein politisches System entwickeln solle. Und diese zwei großen Gruppen von Interessen kann man unterteilen, einerseits nach den konkreten Inhalten, worum geht es denn da genau bei wirtschaftlichen Interessen? Etwa haben Arbeitgeber das Interesse an einem flexiblen Arbeitsmarkt, Gewerkschaftler haben ab und zu etwas gegenläufige Interessen. Und zu den allgemeinen Interessen könnte gehören die Förderung von musikalisch hochbegabten Jugendlichen, das kann auch die Förderung von Spitzensportlern, die Förderung der Religion oder der Religiosität oder der Religionskritik, was auch immer sein. Jeder darf sich interessieren für das, wofür er sich nur interessieren mag. Und die zweite Gliederung der Interessen ist keine nach den Inhalten, sondern nach ihrer Bedeutung für das politische System. Manche Interessen sind absolut nebensächlich für ein politisches System. Ich meine, der Interessenverband Pflege des Deutschen Gartenzwerges, der wird keine sonderliche politische Bedeutung entfalten. Und der Interessenverband des Fingerhakler-Sportes, der in Bayern durchaus folkloristische Bedeutung hat, ist auch nicht gerade von bundespolitischer Bedeutung. Andere Interessen sind für das politische System zentral. Interesse an bestimmtem Lohnniveau, Interesse an bestimmten Arbeitszeiten, Interesse an der Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit bestimmter Bildungskarrieren. Also, hier ist dann zu sagen, dass wirtschaftliche und soziale Interessen oft eine große Bedeutung für das politische System haben, weswegen alle Welt immer gebannt darauf schaut, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, etwa im Bereich des öffentlichen Dienstes, der IG Metall und so weiter, in den Clinch geraten. Allgemeine ideelle Interessen haben oft nur eine geringe Bedeutung für das politische System. Brecht würde sagen, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Marx würde sagen, das eine sind halt Interessen in der sozioökonomischen Basis des politischen Systems, das andere sind solche im Überbau und das ist dann eben so. Eine zweite Möglichkeit, Interessen zu gliedern, umfasst unterschiedliche Dimensionen und bei ihnen verbirgt sich dann die politische Musik. Man kann unterscheiden offenkundige Interessen von solchen Interessen, die man erst bei näherer Betrachtung erkennt. Naja, ganz offensichtlich hat jeder Mensch das Interesse an Essen und Trinken.
Haben Menschen auch das Interesse an Bildung? Wenn an Bildung, auch an künstlerischer Bildung? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Hier lautet die spannende Frage, wie erkennt man denn die latenten Interessen von jemandem? Eine Möglichkeit wäre, dass Leute sagen, wir haben erkannt, dass musikalische Bildung für alle Menschen gut ist. Und es gibt leider Gottes Leute, die haben noch nicht entdeckt, dass musikalische Bildung für sie etwas Gutes wäre. Folglich besteht unsere Aufgabe darin, jenen traurigen Existenzen, die die Rolle von Musik für sich noch nicht entdeckt haben, klarzumachen, dass ihnen im Leben viel fehlt, wenn sie sich für musikalische Bildung nicht interessieren. Das ist dann eine der Funktionen von Interessengruppen. Interessen, die man haben könnte, die zu verwirklichen, einem gut täte, überhaupt erst einmal bewusst zu machen. Marx würde sagen, die Arbeiterschaft von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich zu machen. Interessen zu entdecken und dadurch Menschen zu befähigen, die von ihnen bislang verkannten Interessen tatsächlich durch politisches Handeln in praktische Wirklichkeit umzusetzen. Eine zweite Unterscheidung von Interessen ist die bekannte zwischen subjektiven und objektiven Interessen. Ich kann ja subjektiv das Interesse daran haben, jeden Abend 2 Flaschen Rotwein zu trinken. Und abgesehen vom Kater am nächsten Morgen kann das schön sein. Aber liegt es in meinem objektiven Interesse, mich ständig unter einen erhöhten Alkoholspiegel zu setzen? Der Arzt würde sagen, um Gottes Willen, niemals mehr als 2 Gläser Rotwein pro Tag. Ihr objektives Interesse besteht darin, möglichst lang zu leben. Könnte ich sagen, mein objektives Interesse besteht darin, möglichst schön zu leben. Schauen Sie, Sie merken sofort das Problem. Es ist logisch, leuchtet ein, dass das, was einem subjektiv wichtig ist an Zielen und Bedürfnissen, es nicht objektiv sein muss. Aber wiederum, wer bestimmt denn, was ein objektives Interesse ist? Wer legt fest, was Ihre objektiven Interessen an der Universität sind? Besteht Ihr objektives Interesse darin, möglichst viel zu lernen und durch harte Prüfungsanforderungen dazu auch angehalten zu werden? Oder besteht Ihr objektives Interesse darin, einen Bildungsabschluss zu kriegen? Und warum nicht mit möglichst geringem Aufwand? Wer legt fest, was Ihr objektives Interesse ist? Gibt es überhaupt ein objektives Interesse oder hat jeder einfach sein subjektives Interesse? Sie merken, wir kommen in durchaus tiefsinnige Fragen. Die dritte Unterscheidung ist die zwischen Allgemeininteressen und Partikularinteressen. Partikularinteressen sind Interessen einzelner Gruppen. Zum Beispiel ich als Arbeitgeber möchte möglichst wenig Lohnkosten haben. So. Und ich als Arbeitnehmer möchte möglichst viel verdienen. Ergibt sich nun das Allgemeininteresse daraus, dass diese beiden subjektiven, diese beiden partikularen Interessen verwirklicht werden, die ohnehin widersprüchlich sind? Bestünde vielleicht das Allgemeininteresse darin, eine Volkswirtschaft zu haben, die genügend Binnenkaufkraft generiert, sodass sie nicht nur vom Export abhängig ist, also hohe Löhne, die aber zugleich international so wettbewerbsfähig ist, dass man eben auch vom Ausland her Aufträge erhält, also konkurrenzfähig niedrige Löhne. Sie merken, das Allgemeininteresse geht nicht auf in der Addition der genannten Partikularinteressen. Es ist schon sinnvoll, Interessen von einzelnen Gruppen vom Interessen der Gesamtheit abzuheben. Die Frage lautet wiederum, wer legt denn fest, was das Allgemeininteresse ist? Achtung, wenn Sie gut aufgepasst und die Argumente freiheitlichen Verfassungsdenkens beisammen haben, dürfte die Antwort Ihnen leicht fallen. In einem monistischen Staat würde man das festlegen durch göttliche Offenbarung, durch wissenschaftliche Weltanschauung, durch das, was der große Führer beschließt. In einer pluralistischen Ordnung streitet man darum, handelt es aus und beschließt am Schluss mit Mehrheit, was denn bis auf Weiteres als Allgemeininteresse gelten soll, bis man eben durch Versuch und Irrtum klüger geworden ist. Die vierte Unterscheidung ist die Unterscheidung zwischen kurzfristigen Interessen, mittelfristigen Interessen und langfristigen Interessen. Bleiben wir wieder im Bildungs- und Ausbildungsbereich. Im kurzfristigen Interesse liegt es, dass man seine Bildungszertifikate ohne extrem hohen Aufwand erlangt. Idealerweise, wie so manche Doktorhüte auch kaufen kann. Oder durch Plagiat erwirbt. Im mittelfristigen Interesse
Naja, da kann man mit einem plagiierten Doktorhut durchaus Bundesverteidigungsminister werden. Aber im langfristigen Interesse hat sich dieser Kerl unmöglich gemacht. Im kurzfristigen Interesse liegt es, sich durchaus mit so schönen Mitteln wie Alkohol, Nikotin und Rauschgift, in der harmlosen Künstlerabteilung Kokain am besten, leistungsfähig zu machen. Im mittelfristigen Interesse kann es zu persönlichen Überforderungen, zu bizarren Lebenslagen führen, etwa bei Drogenkonsum zur Beschaffungskriminalität mit ihren Folgeerscheinungen persönlicher und psychischer Art. Im langfristigen Interesse liegt es da, sich unter Alkohol oder Drogen zu setzen? Na gut, aber jetzt lebt jeder ja hier in der Gegenwart. Ist dann nicht das kurzfristige Interesse wichtiger als ein langfristiges Interesse, von dem ich ja gar nicht wissen kann, ob ich überhaupt so alt werde, dass dieses langfristige Interesse für mich von Relevanz sein könnte? Denn in der ganz langen Perspektive sind wir sowieso alle tot. Sodass wiederum es einesteils sinnvoll ist, diese drei Zeithorizonte von Zielen und Bedürfnissen zu unterscheiden, aber man merkt, es ist ein Problem, Prioritäten zu setzen. Soll man um einer besseren Zukunft willen in der Gegenwart Verzicht üben, was so die klassische bürgerliche Haltung der protestantischen Ethik ist, aus der sich dann der Geist und die Praxis des Kapitalismus nähern, wie Max Weber beschrieben hat. Die Antwort, die man auf diese Fragen geben kann, wenn man die Lehren aus der Pluralismustheorie als halbwegs sinnvoll für sich akzeptiert, lautet die Antwort auf die Fragen, wie man latente Interessen erkennt, objektive Interessen bestimmt, allgemeine Interessen erkennt und Prioritäten bei Interessenskonflikten setzt. Am besten macht man das durch einen fairen Konflikt zwischen denen, die auf alle diese Fragen unterschiedliche Antworten haben. Man streitet einfach. Es ist legitimer Streit, getrieben von unterschiedlichen Interessen, die allesamt legitim sind. So, Interessengruppen sind Vereinigungen von Bürgern zur Artikulation und Durchsetzung selbstdefinierter Interessen. Und Sie haben gemerkt, dass das schon schwierig ist mit dem Definieren und Artikulieren von so unterschiedlich zu bewertenden Interessen. Und man macht das Ganze gegenüber anderen Interessengruppen, Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, Polizei gegen Kriminelle und so weiter. Man macht das gegenüber der Öffentlichkeit. Schließlich will ich ja, dass die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird, welches himmelschreiende Unrecht in diesen und jenen Gesellschaftsbereichen sich vollzieht und gegenüber dem politischen System, denn von der Politik will man ja etwas. Mehr Geld für Bildung etwa. So, wenn das verstanden ist, lautet die Anschlussfrage, ja dürfen denn Bürger und ihre Organisationen das? Wo kommen denn hin mit einem Staat, wo jeder einfach sagt und tut, was er will? Verderben nicht viele Köche den Brei? Wenn nicht alle an einem Strick ziehen, kommt man da je voran? Ja, wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, aber die Antwort kennen Sie ja schon und ich rufe Sie nur noch ganz kurz in Erinnerung. Die Leitgedanken von Pluralismus geben die Antwort. Menschen haben, davon sind Pluralisten, die Leitidee eines freien, mündigen, selbstbestimmungsfähigen Menschen haben, überzeugt. Menschen haben zu Recht sehr verschiedene Interessen, die sie sich selbst definieren. Und dann ist es vernünftiger, wenn der Staat diese Interessenvielfalt, die nun einmal da ist, akzeptiert, als den Versuch zu machen, sie zu vereinheitlichen, indem man schon die kleinen Kinder in ideologische Kadettenanstalten steckt, das ganze Leben über dafür sorgt, dass man von den Pimpfen über die HJ, über den Reichs- und den BDM und den Reichsarbeitsdienst bis hin zur Wehrmacht und dann zum Eintritt in SS und NSDAP dafür sorgt, dass eine Generation entsteht, hart wie Kruppstahl, flink wie Windhunde und zäh wie Leder. Und man kann auch den allseitig vervollkommneten sozialistischen Menschen schaffen wollen, wo dann alle gleich ticken. Aber wahrscheinlich geht es andersrum leichter, mit weniger Aufwand und so, dass Menschen glücklicher werden. Also so die Einsicht, der Staat soll den Bürgern nur minimale Vorgaben machen. Insgesamt soll das politische System aufgebaut werden auf Interessenkonkurrenz
Und nur das soll allgemein verbindlich werden, was die Mehrheit als allgemein verbindlich entscheidet, im Prozess von Versuch und Irrtum, wo frühere Entscheidungen auch revidiert werden können. Und das gelingt nur, wenn man Bürgerkrieg vermeiden und das Gemeinwohl nicht aufs Spiel setzen will. Das gelingt nur, wenn man zwei Dinge gleichzeitig tut. Erstens einen bestimmten Minimalkonsens immer wieder sichert, den wir schon beschrieben haben, Wertekonsens, Verfahrenskonsens, Ordnungskonsens. Und indem jene von Staats wegen geschützt und von der Gesellschaft wegen respektiert und geachtet werden, die eben sich in einer Minderheitslage befinden, sich also im Interessenstreit nicht durchsetzen können, weil sie dafür nicht stark genug sind oder weil sie ohnehin aufgrund ihrer sozialen Lage oder ihres Lebensalters schwach sind. Der Schutz von Minderheiten und Schwachen ist eine ganz wichtige Aufgabe des Staates. Und sie ist genau das Seitenstück zur legitimen Existenz von effektiv agierenden Interessengruppen. Ein gemäß pluralistischen Prinzipien aufgebauter Staat braucht wirkungsvolle Interessengruppen und einen fairen Streit zwischen ihnen und einen so starken Staat, dass er, der Staat, Minderheiten und Schwache schützen kann. Das zur Erinnerung an die Leitgedanken von Pluralismus. Und damit in der Weise weiter im Text, dass wir uns schnell die Frage vorlegen, was denn NGOs sind. Denn wer modern sprechen will, spricht Englisch und folglich sagt er nicht Interessengruppen, sondern NGOs. Ja, NGO ist die Abkürzung von Non-Governmental Organization. Aha, Nichtregierungsorganisationen. Wieso muss man das so sehr betonen? Nun ja, der Begriff der NGOs stammt eigentlich oder stammt ursprünglich aus den 1960er Jahren, aus der Analyse internationaler Beziehungen. Dort unterschied man die sogenannten IGOs, die International Governmental Organizations, wie UNO, NATO und so weiter, wo Regierungen eine internationale Organisation bilden, von INGOs, das sind die International Non-Governmental Organizations, wie die FIFA, unseligen Angedenkens, oder das Rote Kreuz, wesentlich seligeren Angedenkens. Und seit inzwischen fast 20 Jahren wird der Begriff der INGOs unter Weglassung von international gleichsam bedeutungsähnlich, im Grunde bedeutungsgleich mit dem Begriff der Interessengruppen verwendet. Früher sprach man dann von Pressure Groups oder von Lobbyistengruppen. Inzwischen klingt es wesentlich besser, wenn man von NGOs redet. Das hat einen seriösen Hintergrund. Im Umkreis der vor etlichen Jahren im Zusammenhang mit der Globalisierung aufgekommenen regelmäßigen Treffen der G7, G8, inzwischen G20 und der führenden Staaten der Welthandelsorganisation gab es dann immer sozusagen Gegengipfel von International Non-Governmental Organizations. Das waren sozusagen die Veranstaltungen der Wortführer der globalen Zivilgesellschaft. Und weil International an dieser Stelle eh klar war, sprach man nur noch von den NGOs. Die Regierungen treffen sich und die Organisationen der globalen Zivilgesellschaft, bestehend aus ihren nationalen Verbänden. Und der zweite Hintergrund ist wohl der Wunsch nach Verdeckung der Tatsache, dass natürlich nicht nur Staaten Interessen haben und nicht nur Unternehmen Interessen haben, sondern dass natürlich auch Greenpeace und Amnesty International Interessen vertreten. Auch Amnesty International ist eine Interessengruppe. Sie hat halt ein anderes Interesse als die Mafia, die auch eine Interessengruppe ist. Aber irgendwie gilt es manchen Ohren als unkeusch, dass man Interessen hat. Wobei doch Interessen zu haben das Natürlichste auf der ganzen Welt ist. Ja, und der Hintergrund 3, das ist der, über den man sich zu Recht lustig machen kann, das ist die Vorliebe für englisch klingende Begriffe in der politischen Sprache. Umschichtung des Parteiensystems, die muss man Realignment nennen, sonst ist man nicht in. Und statt von einer Repräsentationslücke spricht man inzwischen lieber von einer Representational Gap. Das klingt dann wesentlich wissenschaftlicher und bedeutet genau das Gleiche. Obendrein hat der Begriff der NGO einige Probleme, die man meistens naiv mittransportiert. Schauen Sie, im Begriff der NGO ist das zentrale Definitionskriterium, ob eine Organisation von einer Regierung getragen wird oder nicht. Das ist ein Denken vom Staat her. Und das tut dann so, da transportiert unterschwellig die Botschaft, dass eigentlich das Normale darin besteht, dass der Staat seinerseits in bestimmte innenpolitische Organisationen zerfällt, denen die Bürger angehören dürfen oder angehören müssen.
als ob es etwas Besonderes wäre, dass Bürger sich selbst organisieren. Eigentlich ist es das Normale, dass die Gesellschaft sich organisiert und gleich welche Organisationen aufrichtet, bis hin zur Organisation des Staates. Aber der Begriff der NGOs, der verdeckt genau diese Tatsache. Und er verdeckt außerdem die Tatsache, dass alle Organisationen von Interessen geprägt sind, im Dienst von Interessen stehen und einzuschätzen sind hinsichtlich der von ihnen beförderten oder bekämpften Interessen. Politisch einzuschätzen sind, nicht technisch einzuschätzen sind. Technisch einzuschätzen sind sie nach der Art der Handlungsstrategien, die sie verwenden. Also mein Rat ist, Sie sollten natürlich wissen, was eine NGO ist, und ich habe es Ihnen erklärt, aber es wäre besser, ihn nicht zu benutzen, sondern im Klartext das anzusprechen, was der Fall ist. Es gibt Interessen, deretwillen sich Organisationen bilden und dann agieren. So, jetzt haben wir uns geklärt, was denn Interessen sind und was Interessengruppen im Großen und Ganzen sind. Und jetzt muss es natürlich weitergehen, dass wir die Interessengruppen überschaubar machen und das heißt, sie gliedern. In der Literatur gibt es unter anderem die folgende Gliederung. Man gliedert Interessengruppe nach dem Spektrum, nach der Breite des Spektrums vertretener Interessen. Hat eine Interessengruppe ein einzelnes Anliegen, zum Beispiel die Bürgerinitiative zur Verhinderung des Baus der Waldschlösschenbrücke in Dresden oder üblicherweise eine Verhinderungsinitiative, hat ein Anliegen oder hat eine Interessengruppe eine Vielzahl verwandter Anliegen, wie das typischerweise für Gewerkschaften der Fall ist. Da geht es eben nicht nur um Löhne, es geht auch um Arbeitsverhältnisse, es geht auch um Bildungsmöglichkeiten für die arbeitende Klasse. Und dann bündelt man eine Vielzahl von Anliegen, die halbwegs zusammenpassen. Das zweite Gliederungselement ist der Zeithorizont des Engagements, das kann kurzfristig sein. Wir wollen keine Umgehungsstraße. Und wir machen so viel Remi-Demi, bis der Bürgermeister und der Landrat davon absehen, diese Umgehungsstraße ins Planungsverfahren zu geben oder bis sie den geplanten Bau stoppen. Und wenn das vorbei ist, haben wir unser Ziel erreicht, schön, wir waren erfolgreich. Haben wir wieder mehr Zeit fürs Privatleben. Es kann aber auch der Zeithorizont langfristig sein. Ich bleibe wieder bei Gewerkschaften. Sie entstehen nach der industriellen Revolution mit der Entstehung des bürgerlichen, sagen nicht des bürgerlichen, sondern des liberalen Ordnungsrahmens, in dem auch Arbeitnehmer, IGIT, das Recht hatten, sich zu organisieren, um den übermächtigen Unternehmern und Kapitalisten in die Quere zu kommen. Und natürlich war dieses Engagement langfristig angelegt. Langfristig, solange eben in der Industriegesellschaft jene himmelschreienden Ungerechtigkeiten bestanden, gegen welche die Organisationen der Arbeiterklasse anrannten. Sodass die Gewerkschaften jetzt, wo eigentlich das ganze Land sozialdemokratisch geworden ist, sich fragen, womit mobilisieren wir denn jetzt noch Mitglieder? Aber das ist ein Problem, das wir allenfalls als Mitbürger haben, aber analytisch uns jetzt nicht weiter vorlegen müssen. Und der Organisationsgrad, das ist der nächste Gliederungspunkt von oder Gliederungsdimension von Interessengruppen. Der Organisationsgrad kann gering sein. Organisationsgrad meint, wie viel Prozent derer, die ein bestimmtes Interesse haben, sind tatsächlich in einer Interessengruppe organisiert. Von 100 Arbeitnehmern, wie viele sind in einer Gewerkschaft? Von 100 Orchestermusikern, wie viele sind in der Orchestergewerkschaft? Von 100 Pfeifenrauchern, wie viele sind im Interessenverband Deutsches Pfeifenrauchen? Und es leuchtet ein, dass die Wucht einer Interessengruppe umso größer ist, je höher ihr Organisationsgrad ist. Weswegen man nach relativ hohen Organisationsgraden strebt, aber ohne Zwangsmitgliedschaft natürlich niemals erreicht, dass man einen Organisationsgrad von 100% hat. Interessengruppen wie die Handwerkskammern, die haben einen Organisationsgrad von 100%. Warum? Ja, weil es dort die Zwangsmitgliedschaft der Handwerksbetriebe gibt. Das ist eine Gliederungsmöglichkeit von Interessengruppen, aus der sich eine bekannte Gegenüberstellung ableitet. Interessengruppen, die nur ein einziges Anliegen haben, die kurzfristig angelegt sind, mit einem geringen Organisationsgrad, sowas nennt man in der deutschen politischen Sprache Bürgerinitiativen. Und Interessengruppen, die eine Vielzahl verwandter Anliegen bündeln, die langfristig agieren und die auch einen
oft relativ hohen Organisationsgrad haben. Das nennt sich Verbände oder Vereine. Das sind sozusagen Indexbegriffe, bestehen aus jeweils drei Indikatoren. Eine weitere Möglichkeit der Gliederung von Interessengruppen ist die, dass man sie danach gliedert, welche Organisationsmerkmale sie haben, auf welchen Handlungsfeldern sie tätig sind und was ihre bevorzugten Handlungsstrategien sind. Manche Interessengruppen sind spontan informell. An der Leipziger Universität gibt es einen Professor der Rechtswissenschaft, der manchen Leuten als ganz unmöglich galt. Und schwuppdiwupp hat sich da eine Interessengruppe organisiert, die die Universitätsleitung dazu veranlassen wollte, diesen Menschen zu entlassen. Organisationsmerkmal spontan, informell, ohne Mitgliedschaft, ohne Satzung und so weiter, was ja alles ganz okay ist. Und am anderen Ende gibt es Interessengruppen, die institutionalisiert und formell sind. Ich bleibe wieder bei den Gewerkschaften, etwa bei der lange Zeit größten Einzelgewerkschaft der Welt, der deutschen IG Metall. Sauber territorial gegliedert, mit Büros auf unterschiedlichen Systemebenen, mit klaren innergewerkschaftlichen Verwaltungswegen und Unterstellungsformen. Perfekt organisiert, wie das für deutsche Gewerkschaften immer der Fall gewesen ist. Bei den Handlungsfeldern entdecken wir die Gliederung gemäß den Interessenarten selbst. Manche Interessengruppen sind in der Wirtschafts- und Arbeitswelt tätig, manche im Bereich von Wohlfahrt, manche im Bereich der Kultur, und das ist dann nicht weiter spannend. Spannender sind die Handlungsstrategien. Manche Interessengruppen legen es an auf einen institutionalisierten Dauereinfluss auf Öffentlichkeit, auf das politische System, auf konkurrierende Interessengruppen. Wiederum sind die Gewerkschaften das bestmögliche Beispiel. Und manche andere machen einfach massenmedial attraktive Aktionen, um punktuell oder periodisch, also immer wieder, Aufmerksamkeit und damit öffentliche Wirksamkeit zu erlangen. Jene Interessengruppe, die einen Leipziger Juristen aus dem Amt entfernt haben wollte, hat Unterschriften gesammelt, eine Menge von Unterschriften publikums- oder öffentlichkeitswirksam dem Rektor der Universität Leipzig überreicht. Sowas nennt sich massenmedial attraktive Aktionen, und das, was Greenpeace immer wieder macht oder jetzt die Identitären von Greenpeace abgekupfert haben, das ist genau das. Handlungsstrategie besteht in massenmedial attraktiven Aktionen und der politische Einfluss vollzieht sich über die Bande der Erzielung von Öffentlichkeit. Blicken wir nun auf einige organisatorische Merkmale von Interessengruppen, um zu verstehen, wie sie denn intern funktionieren. Häufig, wenn sie groß genug sind, haben Interessengruppen eine territoriale Gliederung. Sie haben einen nationalen Verband, in Deutschland einen Bundesverband, unter dem gibt es dann die Landesverbände, darunter, wenn es genügend Mitglieder gibt, die Kreisverbände oder bei den Gewerkschaften auch noch die Betriebsgruppierungen. Und natürlich sind viele Interessengruppen in übernationale Verbände eingebunden. Etwa gibt es auch einen europäischen Gewerkschaftsbund. Also territoriale Gliederung, idealerweise gut integriert und wirkend gemäß dem Subsidiaritätsprinzip. Die Mitglieder von Interessengruppen sind in der Regel an Dingen interessiert, welche die Interessengruppen für sie selbst tun können. Schauen Sie, manche Tätigkeiten kann man nur gemeinsam mit anderen entfalten, Fußballspielen zum Beispiel. Wer Fußball spielen will, der kommt um Organisation nicht herum. Denn sie brauchen für ein anständiges Spiel 22 plus 1 bis 3 Leute. Und ohne dass man das organisiert, kommt in der Regel ein halbwegs verlässlicher Spielbetrieb nicht zustande. Chöre, Orchester brauchen eine Organisation, wenn sie nicht nur zusammentreten, sondern von dem Staat auch Subsidien erhalten wollen. Die Feuerwehr ist nicht nur gesellschaftlich wichtig, sondern ist in vielen Gemeinden auch so der erste wichtige Nukleus gesellschaftlichen Zusammenhalts. Bevor junge Leute so mobil waren wie heute, war es ziemlich selbstverständlich, dass man in die Feuerwehr ging, denn dann war man integriert in die Feuerwehr und in den Sportverein oder in die Feuerwehr oder den Sportverein. Also, das, was der Verein für einen leistet, der Fußballverband, der Feuerwehrverband, der Orchesterverband, ist
einem die Möglichkeit zu geben, Dinge zu tun, die man als Einzelner überhaupt nicht tun könnte, weil man einfach eine Gruppe oder ein Gefüge von Gruppen dafür braucht. Das Zweite, was Mitglieder von Interessengruppen nachfragen, sind Dienstleistungen der Verbandsführung oder des professionellen Verbandsapparates. Ein bis zwei Beispiele können ausreichen. Gar nicht wenige Leute sind Mitglied im Deutschen Mieterbund. Nicht nur deswegen, weil monatlich oder vierteljährlich, ich weiß es gar nicht, eine Zeitschrift kommt, sondern weil, wenn Sie Mitglied im Deutschen Mieterbund oder heißt der Mieterverein sind, bekommen Sie, wann immer Sie mit Ihrem Vermieter einen Streit haben, vom Mieterbund kostenlos einen Rechtsanwalt gestellt. Und das kann sehr nützlich sein. Man ist nicht im Mieterverband, um irgendwelche Mietervereinsverbandspolitik zu unterstützen, sondern weil man praktische Leistungen haben will. Oder viele Kollegen sind im Deutschen Hochschullehrerverband, ich auch, nicht weil wir sozusagen verbandspolitisch aktiv sein wollen, sondern weil es Rechtsberatung und Sachberatung in vielen lebenspraktisch wichtigen Sachen kostenlos gibt. Wenig interessiert sind die Mitglieder von Interessengruppen in der Regel daran, persönlich in einem Verband aktiv zu werden. Für manche ist es schon sozusagen ein Gnadengeschenk, überhaupt einem Verband beizutreten, etwa dem Sächsischen Landesverband der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, dem zumindest die Lehramtsstudierenden unter Ihnen unbedingt beitreten sollten, aber die wenigsten denken je daran beizutreten. Und wenn man unter den Mitgliedern, und ich war ja, ich glaube, so 10 oder 15 Jahre lang Vorsitzender dieses Verbandes, wenn man die Mitglieder dann bat, auch Vereinspositionen zu übernehmen, also Vorsitzender zu werden oder stellvertretender Vorsitzender, haben alle ganz intensiv auf ihre Tagungsunterlagen geblickt. Mitglieder von Interessengruppen sind in der Regel nicht interessiert an persönlicher verbandspolitischer Aktivität. Und das führt zu etwas, was der Parteiensoziologe Robert Michels am Beispiel der deutschen Sozialdemokratie herausgearbeitet und in die seitdem weltbekannte Formel gebracht hat: So entsteht das sogenannte eherne Gesetz der Oligarchie. Interessengruppen werden oligarchisch geführt. Jene wenigen, denen die Verbandsaktivität persönlichen Lebensgenuss bietet, die im Verband etwas werden und für den Verband etwas tun wollen, die Berufsfunktionäre der Verbände, sie machen die Verbandspolitik. Und die Mitglieder kommen dazu und hoffen darauf, einfach dem applaudieren zu können, was die Verbandsführung ihnen vorlegt. Derzeit ist gerade wieder die Bundestagung des Deutschen Beamtenbundes. Und natürlich wird die Politik des Beamtenbundes von der Verbandsführung gemacht. Und in der Regel ist die sehr stabil. Man bleibt viele, viele Jahre in Vorständen und in Führungsfunktionen. Auf welche Weise versuchen? Nein, es gibt erst eine Frage. Bitte. Parteien haben genauso ein eheres Gesetz der Oligarchie. Parteien unterliegen denselben Restriktionen. Der einzige Unterschied, funktional gesehen oder anreizmäßig gesehen zwischen Parteien und Interessengruppen ist, dass Parteien mehr attraktive Positionen zu verteilen haben. Abgeordnetenmandate und ab und zu auch Ministerposten. Das können Verbände nicht. Ist das die Antwort auf Ihre Frage? Aber halten Sie unterm Strich fest, auch Parteien unterliegen, wie es Michels ja herausgearbeitet hat, dem ehernen Gesetz der Oligarchie. Und nicht deswegen, weil Demokratie unerwünscht wäre, sondern weil die wenigsten Mitglieder von Verbänden und von Parteien mehr sein wollen als ein zahlendes Mitglied. Auf welche Weise versuchen, und zwar mit Erfolg, Interessengruppen Einfluss auf das politische System zu nehmen? Strategie 1, da waren wir schon einmal beim Einwirken auf die Öffentlichkeit, da gibt es die normale Öffentlichkeitsarbeit, man hat eine Verbandspublikation, heutzutage natürlich eine Webseite, man hat einen Facebook-Auftritt, der Verband twittert vielleicht, er macht Pressekonferenzen, jährliche Tagungen, wo die Medien einlädt und so weiter. Interessengruppen machen symbolisch und spektakuläre Aktionen, das gefiel allen Leuten, als nur Greenpeace sie machte, seitdem die Identitären das Gleiche machen. Halt mit anderen Inhalten, klingt es irgendwie als problematisch, da
dass man rein symbolische Akte setzt, aber viel Politik ist symbolische Politik. Und wenn ich in der Öffentlichkeit Aufsehen erregen will, dann wird das in der Regel nicht mit trockenen Fakten und Argumenten gelingen, sondern mit Symbolen, mit Dingen, die die Leute emotional ansprechen. Und so machen es dann auch Verbände. Eine weitere Strategie ist, dass man Aktionen unternimmt, die Handlungsdruck entfalten, Demonstrationen, die einem lustigerweise immer dann gefallen, wenn sie die eigenen Freunde machen, wenn sie die politischen Gegner machen, dann gilt das als hochproblematisch. Streiks, ziviler Ungehorsam, sich also nicht an Vorschriften halten, freilich nicht, weil man ein Krimineller sein will oder ist, sondern um eben dadurch Öffentlichkeitswirksamkeit zu erzielen. Also, wenn Sie aus irgendeinem damit in Verbindung bringbaren politischen Zweck sich auf eine Autobahn setzen, den Verkehr lahmlegen und sich von der Polizei wegtragen lassen, ist das ein Akt des zivilen Ungehorsams, der in vielen Fällen straffrei bleibt. Weil gewürdigt wird, dass man ja nicht den Straßenverkehr gefährden, sondern auf ein dringliches gesellschaftliches Problem aufmerksam machen wollte. Und wenn Sie diese Aktion nach einer halben Stunde einstellen, weil er dann ohnehin die Kameramänner da gewesen sind, die Sie idealerweise davor bestellen, und wenn Sie dann noch halbwegs freundlich mit den Polizisten, die Sie wegtragen, umgehen, dann ist es auch eine ziemlich harmlose Sache, die großen Effekt macht und eigentlich null Schaden nach sich zieht. Auch hier, weil Sie ja solches im Laufe der nächsten Jahrzehnte fast jeden Monat einmal irgendwo hören oder beobachten werden, prüfen Sie sich selbst. Ist es bei Ihnen vielleicht so, dass Sie solche Aktionen genau dann für richtig finden, wenn sie von Ihren politischen Freunden gemacht werden? Und dann für falsch finden oder für unmöglich finden, wenn sie ihre politischen Gegner tun. Da muss man argumentieren wie bei den Fußballregeln. Die Regeln sind gut oder schlecht, vernünftig oder unvernünftig, ganz unabhängig davon, zu wessen Nutzen sie gerade einmal ausschlagen. Regeln müssen positionsneutral sein. Und so müssen auch die Spielregeln für die Tätigkeiten von Interessengruppen sein. Die zweite Strategie, um Verbandseinfluss auszuüben, ist die Vernetzung mit politischen Entscheidungsträgern, also mit Leuten, die etwas tatsächlich zu sagen, Einfluss auszuüben und Entscheidungen vorbereiten können. Damit man bei politischen Entscheidungsträgern, und das sind zunächst einmal Ministerialbeamte, der wichtigste Adressat von Verbandseinfluss ist nicht das Parlament, sondern die Regierung, präzise die Ministerialbürokratie. Und dann sind es die Fachpolitiker der Parlamente. Damit politische Entscheider sich darauf einlassen, einem Verband überhaupt zuzuhören, ist es wichtig, dass man nicht als Exponent einer traurigen Truppe von 12 Mann oder 13 Damen auftritt, sondern dass man für viele Leute spricht, die breite Interessen haben, sodass man immer sagen kann, wenn er uns nicht genau zuhört, können wir nicht dafür garantieren, dass es friedlich bleibt. Dass ihr nicht mit Demonstrationen oder sonstigen Aktionen rechnen müsst. Wollt ihr das? Nein? Dann hört uns mal jetzt genau zu. Und damit diese Machtentfaltung über Antizipationsschleifen funktioniert, also sozusagen das Vorzeigen der Folterwerkzeuge, der Einflussnahme über symbolisch oder sonst wie hergestellte Öffentlichkeit, ist es günstig, wenn man als ganze Allianz von Interessengruppen auftritt. Das heißt, wenn ich Macht ausüben will, muss ich mich mit Interessengruppen, die was Ähnliches wollen, verbünden. Und weil ja alle nicht die gleichen Interessen haben, muss man aushandeln, was man denn mit welcher Vordringlichkeit selbst bewerkstelligen will. Dann, wenn man die notwendigen Allianzen geschlossen hat, sodass man das erforderliche politische Gewicht aufbringt, vernetzt man sich in die Parteien hinein, Gewerkschaften idealerweise mit der Sozialdemokratie, Unternehmerverbände idealerweise mit der Wirtschaftsvereinigung in der CDU und mit der FDP, Umweltvereine typischerweise mit den Grünen, Sozialverbände mit SPD und Linkspartei. Also jeder hat da so jene, wo die politische Affinität einfach da ist, mit denen vernetzt man sich als ordnungsgemäß agierender Verband. Und weil man nie weiß, wessen Hilfe man eines Tages braucht, deckt man natürlich die anderen politischen Lager auch halbwegs ab. Man vernetzt sich hinein in die Parlamente, nämlich mit den Fachpolitikern,
die man in den Fachausschüssen der Parlamente und in den fachlich spezialisierten Arbeitsgruppen der Parlamentsfraktionen vorfindet. Man vernetzt sich hinein in die Regierung. Ideal scheint es zu sein, wenn ein Gewerkschafter Bundesarbeitsminister oder Bundessozialminister wird, wenn ein führender Funktionär aus der Ärztevertretung Bundesgesundheitsminister wird. Fußnote, in der Regel geht das in die Hosen. Denn Leute, von denen man weiß, sie kommen aus einem bestimmten Verband, denen wird besonders intensiv auf die Finger gesehen. Die können nicht durch Nebenbemerkungen für ihren Verband was tun. Da ist sozusagen der Konkurrent sensibilisiert. Am besten ist die Einflussausübung dann, wenn man Leute zu Fürsprechern hat, von denen keiner vermutet, er oder sie könne ein persönliches Interesse an dem haben, was er für meine Interessengruppe jetzt vertritt. Und man pflegt die Beziehung hinein in die Verwaltungen, aber davon sprach ich ja schon. Das, was dann rauskommt am Schluss, nennt sich dann mit einem Begriff, den wir schon zweimal eingeführt hatten, nämlich Neokorporatismus. Da stecken die guten alten Korporationen drinnen. Entsinnen Sie sich der Folie über die Geschichte des Parlamentarismus, Abteilung ständischer Parlamentarismus. Altständisch sind es die Stände der Bauern, der Städter, der Geistlichen, der Adligen, auch die Universitäten, der Städte. Neuständisch sind es die Berufsstände, Bauern, Unternehmer, Kaufleute, Universitäten, Religionsgemeinschaften, sonstige Verbände. Das sind die modernen Korporationen der Gesellschaft und Interessengruppen sind genau die heutigen Seitenstücke zu dem, was früher etwa Zünfte gewesen sind. Deswegen der Begriff Neokorporatismus. Es sind nicht mehr die alten gesellschaftlichen Korporationen wie die Zünfte, sondern ihre Nachfolgeinstitutionen wie etwa Interessengruppen gleich welcher Art. Die finden sich zusammen in runden Tischen, die machen Bündnisse für Arbeit, die machen konzertierte Aktionen, etwa im Gesundheitswesen. Die machen das, was international Tripartismus heißt, nämlich Staat, Gewerkschaft und Arbeitnehmer an einen Tisch, um die Wirtschafts- und Sozialpolitik einer Gesellschaft zu machen. Das vorausgeschickt können wir nochmal uns ansehen, was Neokorporatismus als Instrument der Verbandsstrategie bedeutet. Man gestaltet, wohlgemerkt in einem freiheitlichen Staat, das Verhältnis zwischen Staat und den gesellschaftlichen Verbänden dergestalt, dass die Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmerschaft eine politische Schlüsselstellung besitzen. Klammer auf, was immer schwieriger wird, seitdem die Gewerkschaften aufgrund des Wandels der Arbeitswelt, des Übergangs von der Industriegesellschaft über die Dienstleistungsgesellschaft in die Wissensgesellschaft immer mehr an Mitgliedern und an bisherigen Funktionen verlieren. Klammer zu, zurück zum Hauptsatz. Solange die Gewerkschaften stark waren, meinte Neokorporatismus, dass sie in den entsprechenden Gremien eine politische Schlüsselstellung besitzen, gemeinsam mit den Produzenteninteressen, den Arbeitgeberinteressen, die in starken Dachverbänden wie dem Bundesverband der Deutschen Industrie, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände organisiert sind und deren Exponenten sitzen auch da drinnen. Und der dritte Teil, ja, diese Verbände sind intern hierarchisch strukturiert, sodass die Verbandsspitze bei Gewerkschaft und Arbeitgeberverbänden tatsächlich das, was man untereinander aushandelt, in der eigenen Organisation auch durchsetzen kann. Wichtig ist, jetzt kommt wieder ein alter Bekannter, dass die Spitzen der zusammenwirkenden Verbände das sogenannte Repräsentationsmonopol haben. Dass sie und niemand anderer für die und die Teile der Gesellschaft spricht. Und dass man folglich mit diesen Verbandsspitzen verbindliche Absprachen treffen kann, die nicht in Frage gestellt werden durch die Mitgliedschaft, die dann irgendwann sagt, nö, in dieser Verbandsführung erkennen wir uns nicht wieder. Dann ist das ganze Zusammenwirken im Gremium sinnlos geworden. Und der dritte Partner ist der Staat, ist die Politik. Neokorporatismus meint, dass der dritte Partner eben aus Spitzenpolitikern, getragen von Parteien besteht, in einem Parteiensystem, das seinerseits eng mit dem Verbändesystem verbunden ist, wie Gewerkschaften und SPD, Arbeitgeberverbände und FDP bzw. Teile der Union, Umweltverbände mit den Grünen. Und wobei man die Beziehungen zwischen den Verbänden und den Regierungen, die ihrerseits von Parteien getragen werden, tatsächlich institutionalisiert. Ich habe Ihnen die wesentlichen korporatistischen Organisationen bei uns ja genannt, konzertierte Aktion, inzwischen konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Früher zur Zeit der ersten großen Koalition gab es die konzertierte Aktion, um den deutschen Arbeitsmarkt wieder neu zu beleben. Bündnisse für, aus dem Bundestagswahlkampf 1998, ist denen, die dabei waren oder sich noch erinnern können,
noch die Forderung nach einem Bündnis für Arbeit geläufig, das die neue Regierung installieren würde, wenn sie denn von Gerhard Schröder geleitet würde. Und tatsächlich wurde dann ein Bündnis für Arbeit aufgestellt, das freilich nach einigen Sitzungen seine Tätigkeit wieder einstellte. Dafür kam dann die Agenda 2010. Und die Pointe des ganzen Neokooperatismus ist, dass die großen gesellschaftlichen Interessenvertreter gut organisiert, hierarchisch organisiert, über das genauso halbwegs hierarchisch organisierte Parteiensystem zusammenwirken, dass die in ihren Gremien die Regierung, also den Staat, sozusagen in eine Art Gewährsträgerschaft für die ausgehandelten Ergebnisse nimmt. Es wird verabredet, wenn wir Gewerkschaften das zugeben, wenn die Arbeitgeber das zugeben, dann wird der Staat, gestützt auf die Parlamentsmehrheit der Regierung, folgende Gesetze machen. Man spricht sich also mit den wesentlichen, den Staat tragenden oder die Gesellschaft tragenden Interessenverbänden als Staat ab und handelt die Politik aus. Das ist der Leitgedanke von Kooperatismus. Nicht eine Obrigkeit entscheidet von oben über die Gesellschaft, sondern der Staat, wie bei der Entstehung des Parlamentarismus aus den Steuerbewilligungsnotwendigkeiten der reichen Teile des Landes schon einmal vorgeführt, der Staat lässt sich auf die Mitwirkung jener ein, die er braucht, damit er, der Staat, seine Tätigkeiten ordnungsgemäß vollziehen kann. Das heißt dann unterm Strich, dass die Bürger in ihrer Eigenschaft als Träger spezifischer Interessen dauernd vertreten werden, einesteils in ihren spezifischen Interessen als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen, nach musikalischer Ergötzung über die entsprechenden Interessenverbände und andernteils in ihren allgemeinen politischen Überzeugungen von politischen Parteien. Insbesondere, wenn die sich wirklich auf das einlassen, was ihre Wähler für richtig halten. Das ist dann die doppelte Vertretung, die in einem solchen kooperatistischen System sich zwischen Bürgerschaft und politischem System ereignet. Schauen wir auf das, was Interessengruppen leisten. Denn eine Funktion ist, wie wir es ausgeführt haben, eine Leistung, die ein System erbringt, sei es für sein umbettendes System, für das Suprasystem, oder eine Leistung, die ein System für das eingebettete System, also sein Subsystem erbringt. Binnenfunktionen sind Leistungen, die Interessengruppen für ihre Subsysteme, das heißt für ihre Mitglieder, erbringen. Außenfunktionen sind Leistungen, die Interessengruppen für das sie umgebende politische System erbringen. Und wir beginnen mit den Binnenfunktionen. Es erbringen viele Interessengruppen. Es erbringen viele Interessengruppen Dienstleistungen für ihre Mitglieder, gemeinsame Unternehmungen, am Fall von Fußballvereinen und so weiter schon besprochen, Bildungsveranstaltungen. So ist ein großer Teil des deutschen Bildungssystems aus von der SPD geleiteten Arbeiterbildungsvereinen entstanden. Informationsaustausch zwischen Mitgliedern, das ist bei Ärztevereinigungen etwa der Fall, auch bei Hochschullehrervereinigungen. Man tauscht sich aus, wie läuft es in deinem Bundesland, was sind da die gesetzlichen Regelungen, wie wirken die sich aus, was müsste man bei uns verändern. Rechtsberatung, das war mein Beispiel mit dem Deutschen Mieterverein. Selbsthilfe, da fallen einem natürlich die anonymen Alkoholiker ein, die eine wirklich wichtige Selbsthilfegruppe für Alkoholkranke sind. Solidarität. Es gibt eine große Interessengruppe im Osten, die heißt Volkssolidarität, die genau das macht. Auch Gewerkschaften entstehen unter anderem zum Zweck der Solidarität miteinander. Und zu den Dienstleistungen gehört dann oft auch die Selbstverwaltung, die manche Verbände anstelle der sonst vom Staat zu leistenden Verwaltung erbringen. Das sind die eingangs schon genannten belehnten Verbände. Belehnen heißt in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rechtssprache, ich, der Eigentümer über Grund und Boden, gebe ein bestimmtes Landstück mit den darauf lebenden Menschen einem meiner Untertanen zum eigenen Nutzen, aus dem heraus sich
für ihn mir gegenüber bestimmte Verbindlichkeiten ergeben. Er muss mir Geld geben, er muss mir Herfolge leisten und so weiter. Man belehnt jemanden mit Ressourcen und mit Rechten. Die Hochgerichtsbarkeit wurde im Akt der Belehnung an den Grundherren, der belehnt wurde, weitergereicht. Und wenn nicht die Hochgerichtsbarkeit, dann zumindest die niedrige Gerichtsbarkeit. Das ist das, was das Wort belehnen meint. Der Staat, die Obrigkeit, überträgt bestimmte Aufgaben Nachgeordneten. Belehnte Verbände sind solche, die vom Staat Aufgaben per Gesetz zugewiesen bekommen, die der Staat eigentlich auch erfüllen könnte. Der Staat legt zum Beispiel über seine Prüfungsordnungen und Staatsexamina die Ausbildung von Medizinern und Juristen fest. Die Ausbildung von Mechatronikern, Malermeistern und sonstigen handwerklich Tätigen, die wird nicht von Staat festgelegt. Der Staat hat den entsprechenden Handwerksunternehmen die Pflicht auferlegt, sich in Handwerkskammern und in anderen Bereichen, eben in anders genannten Kammern, Industriekammern, weiß der Teufel was, zusammenzuschließen. Und diese Handwerkskammern haben die Aufgabe, Ausbildungsordnungen zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass in sämtlichen Handwerksbetrieben gemäß diesen Ausbildungsordnungen ausgebildet wird. Und dann legt man seine Prüfungen, Gesellenprüfung und Meisterprüfung, vor den entsprechenden Prüfungsausschüssen der Kammern ab. Und dieser Abschluss, vor privaten Vereinigungen abgelegt, wird vom Staat als Rechtsgrund etwa für die Erlaubnis, ein eigenständiges Handwerksunternehmen zu führen, anerkannt, weil der Staat diese Aufgabe delegiert. Oder es könnte auch der Staat eine Verwaltung unterhalten, die sämtliche Aufzüge, sämtliche Kraftfahrzeuge und so weiter kontrolliert. Der Staat hat gesagt, nö, da organisiert euch bitte in technischen Überwachungsvereinen, kann auch andere Namen tragen. Und die technischen Überwachungsvereine, die auf staatlicher Grundlage tätig werden, sind dafür zuständig, gemäß von ihnen aufzustellenden Ordnungen, alle technischen Einrichtungen dieses Landes stets in bestimmten Abständen zu überprüfen. Und sie haben das Recht, den Betrieb dann von Kraftfahrzeugen etwa zu untersagen. Das sind sogenannte belehnte Verbände. Und hier greifen Verbände, Interessengruppen sogar ein in die konkrete Staatstätigkeit. Blicken wir nun auf die Außenfunktionen von Interessengruppen, also darauf, was Interessengruppen für das politische System leisten. Beim ersten Punkt waren wir schon, als ich von den latenten Interessen gesprochen habe. Interessengruppen machen Mitgliederinteressen bewusst, nachdem sie sie entdeckt haben. Tja, wie geht das? Na, die Gewerkschaften entdeckten eines Tages, nicht ganz zu Unrecht, sarkastisch gesagt, dass Menschen Interesse daran haben könnten, nicht von 7 Wochentagen an 6 Tagen zu arbeiten, sondern bloß an 5, sodass der Samstag arbeitsfrei wird, was er tatsächlich irgendwann geworden ist. Dann entdeckten die Gewerkschaften das Interesse von Menschen, in der Woche ja nicht mehr als 35 Stunden zu arbeiten. Und so wurde angefangen, die 35-Stunden-Woche einzuführen. Und manche Interessengruppen entdecken andere Interessen. Manchmal fragt man sich, ob man dieses Interesse wirklich hat. Manchmal sagt man, ja, warum sind wir noch nicht draufgekommen? Oder wir sind schon draufgekommen, haben uns aber noch nicht getraut, dieses Interesse öffentlich vorzubringen, weil wir nicht wussten, dass viele Leute dieses Interesse teilen. Das heißt, die erste Leistung, die Interessengruppen fürs politische System leisten, ist, dass die in der Gesellschaft vorhandene Interessenheterogenität tatsächlich zum Ausdruck gebracht und wiedergespiegelt wird, sodass die Vielfalt von legitimen Interessen nicht nur ein abstraktes Prinzip bleibt, sondern zur gelebten Wirklichkeit wird. Dass tatsächlich Leute aufstehen und sagen, hey, das müsste eigentlich sein und ist noch nicht. Diese gottverdammte Politik soll sich in die Spur begeben und Folgendes endlich verwirklichen. Die zweite Aufgabe von Interessengruppen ist das, was man nennen kann, Interessenselektion. Der Punkt ist ja der, es gibt immer wieder viele Interessen, wer aber vieles gleichzeitig tut, der verzettelt sich. Wenn ich wirklich das politische System zu entsprechenden Maßnahmen der Gesetzgebung bringen will, wissend, dass Politiker vielerlei verschiedene Dinge auch zu machen haben, dann muss ich Schwerpunkte setzen. Das heißt, es braucht Organisationen, die
im Weg der streitenden Willensbildung in den Verbänden und zwischen sich verbündeten Verbänden festlegen. In den nächsten Jahren wollen wir uns auf die Durchsetzung dieses Interesses konzentrieren, nämlich 35-Stunden-Woche. Man setzt Prioritäten für den politischen Streit und nur durch Prioritätensetzung wird man erfolgreich sein. Die dritte Außenfunktion von Interessengruppen ist die sogenannte Interessenaggregation, nämlich die Aufgabe, dass man viele Einzelinteressen, die man in vielen Spiegelstrichen auflisten kann, dass man die zu plausiblen Handlungsprogrammen bündelt und am Schluss so weit bündelt, dass entscheidbare Alternativen sichtbar werden. Denn in der Politik kommt es am Schluss darauf an, dass im Parlament zu einem Gesetz gesagt wird, ja oder nein. Sodass man die vielen Interessen, die man durch ein Gesetz in die Wirklichkeit umsetzen will, erst einmal so zusammenführen muss, dass genügend viele Leute am Schluss die Hand für oder gegen ein Gesetz heben. Und im Vorfeld muss man die Interessen von verschiedenen Verbänden so aufeinander abstimmen, dass nicht der eine Hü ruft und der andere Verband Hott. Das sind ganz schwierige Aushandlungsprozesse, Prozesse des Gebens und Nehmens, wie wir sie auch aus den Parlamenten kennen. Die vierte Aufgabe von Interessengruppen ist es, diese Interessen dann auch zu artikulieren, also in die Öffentlichkeit zu tragen, an politische Entscheidungsträger heranzutreten, auch mit dem Argument, Freunde, wenn ihr das weiterhin ignoriert, werdet ihr Demonstrationen sehen, die ihr lange nicht mehr erlebt habt. Und ich möchte euch nicht erleben, wie ihr dann davor ausgepfiffen werdet oder wie ihr in der Presse verrissen werdet, wenn ihr den Mumm nicht habt, vor die Demonstrierenden zu treten. Naja, das nennt sich Interessenartikulation. Und das sind die wichtigen Stufen im Prozess der politischen Entscheidungsdurchsetzung. Und es langt ja nicht nur zu sagen, wir wollen das, man muss sich dann auch hoffentlich tatkräftig und kompetent einlassen in den Kampf um die Durchsetzung von Interessen. Man muss Konflikte herbeiführen zwischen denen, die etwas wollen und denen, die etwas nicht wollen, und zwar mit der Absicht, diese Konflikte zu gewinnen. Interessengruppen haben die Aufgabe, gesellschaftliche Konflikte herbeizuführen. Und sie haben die Aufgabe, sich so aufzustellen, dass sie gewinnen und nicht die anderen. Achtung, das ist wie beim Fußball. Jede Fußballmannschaft geht auf den Platz, um nach Möglichkeit nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen. Wohl wissend, dass Dynamo Dresden gegen Bayern München genauso verlieren wird wie Rasenball Leipzig. Es macht trotzdem Sinn, in Konflikte zu gehen. Und wer bloß in Konflikte gehen will, der gewinnen kann, ja, mein Gott, der hätte was anderes als Politik machen sollen. So viel zu den Leistungen, die Interessengruppen erbringen. Jetzt müssen wir drauf gucken, ob denn das auch gut ist, dass es diese Interessengruppen gibt und was sie so treiben. Das heißt, wir müssen uns mit der Kritik an Interessengruppen befassen. Man kann die an Interessengruppen geübte Kritik in 5 Gruppen zusammenfassen. Und an all den Kritikpunkten ist manches richtig und manches falsch. Und wie so oft im Leben und in der Politik ist nichts an sich oder selten etwas an sich falsch oder an sich richtig, sondern hat bestimmte richtige und bestimmte falsche, bestimmte vorteilhafte, bestimmte nachteilhafte Aspekte. Und deswegen muss gerade Kritik, wenn sie was bewirken soll, differenziert sein. Und wir differenzieren die Gesamtkritik an Interessengruppen in 5 Einzelthemenbereichen und innerhalb jedes Themenbereiches werden wir das gut Begründete vom Unbegründeten, ja nach gerade Abwegigen, unterscheiden. Erste Kritikgruppe, die geht aus vom Glauben an die sogenannte Identitätstheorie der Demokratie. Identitätstheorie der Demokratie meint, dass der Zweck der Demokratie darin bestünde, dass Regierende und Regierte identisch sind. Dass sich niemand zwischen jene, die regieren und jene, die regiert werden, dazwischen drängt. Repräsentanten, den nimmt man gerade noch in Kauf. Irgendwie braucht es in Staaten in Millionenumfang der Bevölkerung ja Parlamente. Aber die Abgeordneten, die sollen dann möglichst direkt in Wahlkreisen gewählt sein. Man soll sie abberufen können, sie sollen ein imperatives Mandat haben. Es soll ja niemand zwischen Bürgerschaft und Politik stehen. Das ist Leitgedanke von Identitätstheorie der Demokratie. Und aus dieser Sichtweise heraus
liegt dann folgendes Argument nahe. Interessengruppen drängen sich zwischen den Bürger und den Staat. Anders gesprochen, sie mediatisieren die Bürger. Sie bringen die Bürger um ihren direkten Einfluss auf die Politik. Sie setzen sich dazwischen. Und schlimmer noch, Interessengruppen, die aus Menschen bestehen, die auch eigene Sichtweisen und Interessen haben, denken Sie an das eherne Gesetz der Oligarchie, diese setzen ihre persönlichen Partikularinteressen, ich will noch länger an der Spitze meiner Gewerkschaft stehen, die setzen ihre Partikularinteressen, vergessend obendrein um die Interessen der anderen. Wir Arbeitgeber denken nur an uns, wir Fußballspieler denken nur an uns und so weiter. Und die anderen sind für uns nicht wichtig. Sie setzen also ihre persönlichen oder gruppenbezogenen Partikularinteressen durch anstelle der Arbeit am Gemeinwohl. Das, was sein sollte, wäre, dass alle ans Gemeinwohl denken. Und was tun diese gottverdammten Interessenverbände? Sie haben ihre eigenen Interessen. Und das gehört sich doch nicht. Tja, was ist daran richtig? Richtig ist, dass Verbandsführungen so gut wie immer oligarchisch sind, auch bei Greenpeace, auch bei Amnesty International, dass Verbandsführungen oligarchisch sind und dass sie samt ihren unmittelbaren Gefolgschaften sich häufiger um ihre eigenen Sichtweisen kümmern. Mit welchem Thema können wir so die nächsten 5 Jahre, bevor ich in den Ruhestand gehe, so bestreiten, dass ich mit einem großen verbandspolitischen Erfolg aus meiner aktiven Verbandslaufbahn ausscheiden kann. Sie kümmern sich also mehr um ihre kurzfristigen persönlichen Sichtweisen und Interessen als um die langfristigen Interessen ihrer Mitglieder. Diese gottverdammten Arbeitgeberverbände haben nur die Lohndrückerei im Sinn. Wir brauchen aber motivierte Arbeitskräfte. Das geht nur, wenn man sie vernünftig bezahlt. Aber das wollen diese ganzen Spitzenleute vom Bundesverband der Arbeitgeberverbände nicht. Furchtbar. Folglich trete ich aus dem Verband aus. Oder umgekehrt bei den Gewerkschaften in ähnlicher Argumentation. Also das ist richtig. In Oligarchien tendieren Oligarchen dazu, zunächst einmal an sich und ihre eigenen Interessen und Karrieren zu denken. Falsch an diesem Gedanken ist aber der gesamte Kontext. Im Einzelnen ist vieles richtig, das Ganze ist falsch. Das Ganze ist nämlich antipluralistisches Denken. Nämlich die Vorstellung, es gäbe sowas wie das Gemeinwohl und das erkennt jemand. Eine führende Partei auf wissenschaftlicher Grundlage, eine führende Partei auf religiöser Grundlage, eine führende Partei, weil sie einen ganz tollen Anführer hat. Und dieses Gemeinwohl, das eine geniale politische Führungsgruppe erkennt, dieses wird jetzt durchgesetzt. Oder in einer Soft-Variante, wie man sie bei Rousseau findet, wenn Bürger nur redlich genug miteinander umgehen, also sich nicht länger von ihrer Selbstsucht leiten lassen. Wenn sie sich und ihr Schicksal in aller Aufrichtigkeit wechselseitig anvertrauen. Wenn also anstelle der Volonté de tous die Volonté générale entsteht. Dann vollzieht sich wahre Demokratie und Freiheit. Und genau deswegen darf es keine Interessenverbände geben, denn sie verhindern es, dass der Bürger unorganisiert und unmanipuliert von Verbänden sich wirklich in aller Redlichkeit mit seinen Mitmenschen austauscht. Auf der Grundlage dieses Denkens hat man in der Französischen Revolution ein berühmtes Gesetz erlassen, auf dessen Grundlage Verbände in Frankreich verboten worden sind, weil sie den Bürger mediatisieren. Also falsch an der identitätsdemokratischen Verbändekritik ist der antipluralistische Grundduktus, der dazu führt, dass man irgendwie sich an die Fiktion eines gleich wie naturwüchsig sich einstellenden Gemeinwohls dranhängen muss. Eine Wortmeldung. Ja, dass Verbandsführungen ihre Interessen vertreten, ist genauso legitim, wie dass die Führungen von Fußballvereinen ihre eigenen Interessen vertreten. Gell? Das ist legitim. Die Frage lautet, oder in dieser Kritikschiene lautet der Punkt, die denken nur an sich und nicht an uns, das Volk.
So, wir kommen zum nächsten Kritikbereich. Das ist die populäre Verbändekritik, von der ich vermute, dass es Sie zu Schulzeiten mit großer Zustimmung in sich aufgesogen haben. Populäre Verbändekritik geht im Wesentlichen so, da gibt es doch tatsächlich Lobbyisten. Diese Lobbyisten, die kugeln mit Politikern, kommen da mit Aktenköfferchen mit lauter Geldscheinen oder sonstigen Geschenken dorthin und setzen durch Korruption und Drogen mit sachfremden Zusammenhängern bürgerferne Interessenpolitik an die Stelle demokratischer Willensbildung. Demokratie vollzieht sich am besten ohne Lobbyisten. Das lobbyfreie Parlament ist das einzig demokratisch akzeptable Parlament. Naja, schauen wir mal das näher an. Richtig an dieser Kritik ist, dass es immer wieder Korruption gibt. Insbesondere an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Zwar werden heute nur noch selten Geldköfferchen in die Ministerialbüros gebracht, aber man kann den Geldkoffer ja auch irgendwo auf Golfplätzen übergeben. Und statt des Geldkoffers können irgendwelche vertraglichen Zusicherungen auch ausgetauscht werden. Also richtig an dieser Kritik ist ganz ohne Zweifel, dass es Korruption und Einflussnahme gibt, die nicht auf Sachargumenten, die nicht auf öffentliche Argumentation, die nicht auf transparenten Diskursen beruht, sondern auf der Macht des Geldes und der Inaussichtstellung von schönen Dingen, Beförderungen, Urlaube. Im Fall eines Bundespräsidenten soll er angeblich sogar bestochen worden sein durch so ein Tretmobil für sein ein-, zweijähriges Kind. Tja, wie auch immer es im Fall von Wulff sich verhalten hat, es gibt das alles, was hier kritisiert wird. Fußnote, geben Sie mal bei der Google-Bildersuche Lobbyismus ein oder Lobbyisten. Da sehen Sie sehr viele Bilder von Männern mit dickem Bauch, was bislang ja noch nicht sozusagen den Tatbestand der Diskriminierung erfüllen muss, aber meistens mit Gesichtszügen, die man zu Weimarer Zeiten jüdisch genannt hätte. Hakennase, Zigarre. Im Gewand dieser populären Lobbyistenkritik wird immer noch jede Menge von antisemitischem Rassismus transportiert. Ende der Fußnote, zurück zum Hauptargument. Falsch an dieser populären Verbändekritik ist die Grundvorstellung, dass es so etwas wie ein Politikmonopol für Politiker gäbe. Nur gewählte Politiker dürfen Politik machen. Wer hat denn diese ganzen Lobbyisten gewählt, die von ihren Verbänden angestellt werden? Niemand. Deswegen dürfen die auch keine Politik machen. Noch einmal. In einem freiheitlichen Staat ist Politik ein Dienstleistungsunternehmen. Es ist Politik kein Monopolbetrieb. Jeder Bürger hat das Recht, an Politik teilzunehmen, auf Politik Einfluss zu nehmen. Und wenn er klug ist, wird er sich organisieren, gründet also Interessenverbände, sucht das Bündnis mit anderen, bestellt professionelle Kommunikatoren, Lobbyisten genannt, die dann hauptamtlich für ihre Verbände arbeiten. Es hat ein jeder das Recht, allein oder mit anderen, ganz gleich welche Interessen in den politischen Prozess einzubringen. Zu kritisieren ist Intransparenz, zu kritisieren ist Korruption, in keiner Weise zu kritisieren ist das Auftreten von Lobbyisten, ist professioneller Lobbyismus. Schauen wir auf das dritte Argument oder die dritte Kritikschiene, das ist die klassische rechte Verbändekritik. Der Leitgedanke von Rechten ist, der Staat ist stets gefährdet, entweder durch die Linken oder durch die Grünen oder durch die Rechtspopulisten oder durch sonst wen. Der Staat ist gefährdet. Der Staat muss stark sein gegenüber jeder Herausforderung. Und da kann doch nicht jeder daherlaufen, irgendeine Gruppe aufmachen und behaupten, er sei auch Teil des Staates. Das geht ja nun wirklich nicht. Also der typisch rechte Gedanke ist,
gesellschaftliche Selbstorganisation, eine stolze Zivilgesellschaft, die gefährdet die Durchregierungsmöglichkeiten des Staates. Der Staat möge bitte durchregieren können und sei es in endlosen großen Koalitionen. Und ansonsten sollen die ganzen Kläffer, die da Demonstrationen machen oder den Spitzenpolitikern anders als durch Hurrarufe begegnen, die sollen gefälligst verschwinden. Richtig an dieser rechten Verbändekritik ist, dass der Neokorporatismus, so wie ich Ihnen diesen vorhin beschrieben habe, immer wieder dazu führt, dass das politische System blockiert, dass auch notwendige Entscheidungen nicht getroffen werden, weil sie die Interessen blockieren, und dass Verantwortung versickert. Jeder zeigt auf den anderen. Ich bin nicht schuld, es waren die. Nö, ich bin auch nicht schuld, es war der Verband. Nö, ihr versteht die Zusammenhänge nicht. Weil die Politik folgende Rahmenbedingungen gemacht hat, konnten wir nicht anders handeln. Und die Politik sagt, nö, wir würden die Rahmenbedingungen ja gerne ändern, aber ihr ruft dann immer gleich zur Demonstration auf. Kurzum, Verantwortung versickert. Und das ist der richtige Leitgedanke dieser rechten Verbändekritik. Verbände, die nicht miteinander kooperieren wollen, können einen Staat blockieren. Obendrein ist der richtige Punkt an dieser rechten Verbändekritik, dass Interessengruppen sich sehr oft, und zwar völlig zu Unrecht, gleichrangig geben mit demokratisch legitimierten staatlichen Entscheidungsträgern. Aber Verbände sind nicht anders als bürgerschaftlich legitimiert, weil eben freie Bürger das Recht haben, sich zusammenzuschließen und politisch lästige Aktionen zu machen. Aber sie haben keine demokratische Legitimation. Sie beruhen nicht darauf, dass sie ihre Positionen in freien Wahlen zur Abstimmung gestellt und dafür eine Mehrheit bekommen haben. Gewählte Politiker spielen legitimatorisch in einer völlig anderen Klasse als noch so mächtige Exponenten von gleich wie großen Verbänden. Dass viele Verbandsvertreter das anders sehen, also mit Arroganz auf die kleinen Abgeordneten aus der Sowieso-Fraktion herunterblicken, die ja von Tut und Blasen keine Ahnung haben, wir müssen denen beibringen, wie überhaupt dieses und jenes funktioniert. Das ist wohl wahr, es ist aber normativ falsch. Und da hat die rechte Verbändekritik auch einen richtigen Punkt getroffen. Falsch an der rechten Verbändekritik ist wiederum das große Ganze, nämlich die Grundvorstellung, die antipluralistisch-autoritäre Grundvorstellung, es stehe oberhalb einer Gesellschaft und ihrer zivilgesellschaftlichen Organisationsvielfalt, oberhalb der Gesellschaft stehe die Obrigkeit, der Staat, die staatliche Elite, die politische Klasse, die sozusagen nach dem Spruch funktioniert, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Die Politik, die weiß es schon. Oder wie es der Seufzer in der DDR war, wir verstehen es zwar nicht, aber die Genossen werden sich schon dabei was gedacht haben. Das ist eine autoritäre Vorstellung, die dadurch nicht besser wird, dass man sie aus der Untertanenperspektive vorbringt. Aus der Herrschaftsperspektive ist sie freilich auch nicht gut. Es gibt kein Politikmonopol für Politiker. Es gibt jederzeitiges gesellschaftliches Selbstorganisations- und Eintrittsrecht für eigene Interessen. Kommen wir auf die linke Verbändekritik. Der Kerngehalt, die Kernaussage linker Verbändekritik ist, dass ein noch so schön auf dem Papier anmutender und noch so schön in der Praxis ablaufender Pluralismus eben kein Wettbewerb von Gleichstarken ist. Es gibt in der Gesellschaft immer Leute, die weniger durchsetzungsfähig sind als andere. Arbeitnehmer ohne starke Gewerkschaften sind weniger durchsetzungsfähig als Arbeitgeber. Und wenn es ein Überangebot an Arbeit gibt, haben die Arbeitnehmer erst recht wenig gute Karten, ihre Interessen durchzusetzen. Technisch formuliert, Bezug nehmend auf eine Formulierung von Ernst Fraenkel, es ist eben nicht so, als ob sich das Gemeinwohl daraus ergäbe, dass verschiedene Interessengruppen in verschiedene Richtungen steuern und es ein Kräftefeld, wenn Sie sich die Kräfte als Vektoren vorstellen, gibt es ja immer eine Resultante in einem solchen Kräftefeld oder einfach gesagt in einem Kräfteparallelogramm. Das Gemeinwohl ergibt sich nicht als eine Resultante im Kräfteparallelogramm und führt von Haus aus zur Gerechtigkeit, zum sozialen Ausgleich. Das ist der Kerngehalt linker Verbändekritik. Und richtig daran ist,
genau dieser Kerngedanke. Er ist vollständig richtig. Der pluralistische Streit führt keineswegs von sich aus zur Verteilungsgerechtigkeit. Freilaufender Pluralismus produziert und reproduziert soziale Ungerechtigkeit. Und um genau das abzustellen, braucht es staatliche sozialpolitische Maßnahmen und starke Parteien, die für sozial schwache und Minderheiten eintreten, was immer der Leitgedanke der linken Parteien gewesen ist. Falsches gibt es aber an dieser linken Verbändekritik auch, nämlich das oft ausgesprochene, oft auch unausgesprochene Anschlussargument, dass aus der Tatsache, dass sich ökonomisch wichtige Interessengruppen viel leichter als andere Interessengruppen durchsetzen, dass deswegen die Interessen der wirtschaftlich weniger wichtigen Gruppen insgesamt und dauerhaft und notwendigerweise unbefriedigt blieben. Weswegen man einen Staat überhaupt nicht auf Pluralismus aufbauen dürfe, denn bei dem kann für die Schwachen nur Schlechtes herauskommen. Und dieses Anschlussargument ist deswegen falsch, weil es ja den Staat als Akteur gibt. Und weil in einem Staat ja solche Parteien die politische Macht über freie Wahlen sich aneignen können, die sich klar auf die Seite von Minderheiten und Schwachen stellen. Und wenn Sie die europäische Geschichte ansehen, ist aus einer kapitalistischen und zuvor feudalen Welt eine rundum sozialdemokratisierte Welt geworden, bis seit ungefähr 15, 20 Jahren diese Vorstellungen in den Grenznutzenbereich geraten sind und in Verbindung mit anders laufenden realen Bewegungen den Aufstieg des europäischen Rechtspopulismus nach sich gezogen haben. Also, der Punkt ist der, obwohl das Kernargument der Linken an dieser Stelle richtig ist, gibt es keinen Grund zu verzweifeln und den Pluralismus aufzugeben. Ein starker Staat, geführt von Parteien, die sich für Minderheit und Schwache einsetzen, ist hier tatsächlich ein wirkungsvolles Korrektiv. Kommen wir nun zu dem, was ich gerne die realistische Verbändekritik nenne. Und folglich werde ich jetzt nicht richtig und falsch unterscheiden. Alles, was ich jetzt sage, ist, hätte ich fast gesagt, wie immer richtig. Also, Tatsache ist, dass im pluralistischen Streit zwei Arten von Interessen besonders gute Chancen haben, durchgesetzt zu werden. Und das ist unvermeidlich so. Das eine sind organisationsfähige Interessen und das andere sind konfliktfähige Interessen. Das, was man organisieren kann, wie die Müllabfuhr und die Gewerkschaften, das kann sich durchsetzen. Das, was man nicht organisieren kann, wie ungeborene Kinder oder wie Alzheimer-Patienten oder wie Leute in der letzten Lebensphase, die handlungsunfähig geworden sind, das, was nicht organisationsfähig ist, ist nicht besonders durchsetzungsstark. Es braucht andere, die stellvertretend für einen selbst diese Interessen durchsetzen. Und das reicht noch nicht, denn es gibt Interessen, die sind konfliktfähig, die haben also Druckpotenzial. Etwa die Müllabfuhr im Sommer. Wenn im Sommer die Müllabfuhr nicht mehr arbeiten will, dann stinkt es sehr schnell. Und dann weiß die Politik, dass Handlungsbedarf da ist. Aber stellen Sie sich das Interesse von Leuten vor, die etwa wie ich lange Zeit im Vorstand des Arbeitskreises für Musik in der Jugend tätig waren, an einer Verbesserung der Musikausbildung an deutschen Schulen. Wo ist denn da die Konfliktfähigkeit? Wenn gedroht würde, es wird wochenlang kein Blockflötenspiel und kein Trompetenspiel erklingen, da würden manche Leute sagen, gut so, es könnte auf Dauer so bleiben. Weil das so ist, haben wir einige Probleme und das Problem wird verstärkt dadurch, dass organisations- und konfliktfähig die Partikularinteressen wesentlich häufiger sind als die allgemeinen Interessen. Die Interessen einer Allgemeinheit, etwa an einem stabilen Klima, etwa an sauberer Luft, etwa an einer stabilen Währung, diese allgemeinen Interessen sind viel weniger leicht organisierbar und konfliktfähig als partikulare Interessen, wie der Müllabfuhr. Und das führt zu Schieflagen. Das führt in das hinein,
was man nennen kann, die Tragödie der Allmende führt hinein in die Theorie der öffentlichen Güter, nämlich dass Gemeingüter, gemeinsam besessene Güter wie saubere Luft, saubere Umwelt, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum, dass diese Güter leicht übernutzt werden, weil keiner für ihre Aufrechterhaltung mit denen, die sie übernutzen, in Streit treten kann. Musterbeispiel das Interesse, das öffentliche Interesse an einer gewissen Grundsauberkeit von öffentlichen Toiletten. Da sieht man die Übernutzung ja dann richtig optisch. Und das ist ein Grundproblem und folglich gilt wieder einmal, ein sich selbst überlassener Verbändepluralismus führt nicht zum Gemeinwohl. Verbändepluralismus ist gut, aber man darf ihn nicht sich selbst überlassen, sondern es braucht einen leistungsfähigen Staat, der von Amts wegen auftritt als Sachwalter der Interessen, die ihrerseits wenig organisationsfähig sind, wenig konfliktfähig sind und die leider Gottes in der Regel genau die Allgemeininteressen betreffen. Der Staat muss sich schon für das Allgemeinwohl kümmern, die Zivilgesellschaft wird sich in der Regel eher für Partikularinteressen interessieren. Kommen wir zur Schlussfolie. Ja, triftige Kritikpunkte bitte ernst nehmen, anhand ihrer das System verbessern, aber keineswegs auf Interessenpluralismus verzichten, denn, und das ist nun die Schlussfolie, man hat von wirksam agierenden Interessengruppen als politisches System unglaublich viel. Interessengruppen bringen Initiative, Sachverstand und Kontrolle in den politischen Prozess. Schon aus Eigeninteresse, gerade aus Eigeninteresse kontrollieren sie. Interessengruppen durch ihre Handlungsmöglichkeit, öffentliche Aktionen, Demonstrationen und so weiter, sie erzwingen Responsivität des politischen Systems. Und wenn sie das politische System auf gesellschaftliche Probleme einlässt, dann ist der gesellschaftlichen Integration viel besser gedient, als wenn man eine arrogante, abgehobene politische Klasse hat. Interessengruppen sind ein wichtiges Frühwarnsystem dafür, wo in der Gesellschaft Probleme auftauchen, wo der politische Prozess zu unzulänglichen Steuerungsleistungen führt. Interessengruppen sichern die Legitimität und Akzeptanz eines politischen Systems, wenn nämlich sie frühzeitig Probleme aufdecken und in den politischen Prozess einspeisen, sodass diese dann von der Politik tatsächlich gelöst werden. Dann entsteht viel leichter als anderweitig Legitimität. Fazit: Interessengruppen sind etwas Gutes, man muss aber ein Auge auf sie haben und ihre Existenz entbindet nicht von vernünftiger Gesamtpolitik, wie sie den politischen Parteien aufgetragen ist, von denen wir in der nächsten Stunde sprechen. Tschüss, bis nächste Woche.